Hallo und herzlich willkommen zum Dulli TV Adventskalender. Heute was ganz Geiles. Oh ja. Dafür braucht man sowas. Unter anderem, also nicht dann, nur. Also man kann nicht damit auch machen. Wir machen es entweder mit denen hier, mit den Maschinen. Nein, entweder machen wir es mit krasser Muskelkraft oder hiermit. Wir besorgen uns einen richtig geilen Tannenbaum. Und der kommt dann natürlich ins Wohnzimmer und dann kommen da geile Geschenke drunter. Aber man wäre kein richtiger Mann, wenn man den nicht selber holen würde. Ja. Und selber in so ein komisches Netz dödeln da reintun. Und das haben wir gemacht. Wir zeigen euch, wie das aussah. Und dafür geben wir wieder ab an unsere Praktikanten im Außendienst. Schön, ja. Die beiden haben sich ganz gut geschlagen beim letzten Video, wo sie draußen waren. Ja. Und da haben wir gedacht, wir geben ihnen eine Chance, geben die noch, weil sie nehmen ja auch kein Geld. Nee, also der eine, ja. Echt? Ja. Wusste ich gar nicht. Das war mein Check-up. Kriegst du überhaupt einen Check? Nein. Ich hab's. Scheiße. Vielleicht Makita hier, habt ihr vielleicht Bock? Ich weiß auch nicht. Ja doch, man sieht's auch auf der Arbeit. Sagen. Aber ich glaube, es ist falsch rum. Nee, ist richtig rum. Ist richtig rum? Ja. Ich schulde uns Geld, ihr Schweine. Wir machen hier Werbung für euch. Ich mach da auch wieder Dulli TV drüber. Das ist richtig schlecht. Das ist unsere hauseigene Kettensäge. Genau, Leute. Ja. Wir geben ab an uns. Oh, da sind Achsenknicksen. An die Leute im Außendienst, die sich jetzt schön hier mal so ein geiles kleines Bäumchen jagen. Die jagen vor allem. Die rennen auch so schnell weg. Und ja, vielleicht lernt ihr dabei was, wie man sich so einen Baum selber schlägt. Wir können es nur empfehlen, es macht mega viel Spaß. Es macht Spaß, ein geiles Event und man hat was getan danach. Und der Baum hat auf einmal viel mehr Wert, weil man den selber geholt hat. Und man hat halt einen Baum. Ja, und jeder braucht einen Baum. Jeder braucht einen Baum zu meinen. Also, wir geben ab an unsere Außenredakteure in den... Wo ist das Wort? Wald. In den Wald. Viel Spaß und wünscht euch einen schönen Tag bei diesem Türchen. Und da sind wir auch schon beim Tannenbaumschlagerei. Wir haben die Kettensäge zu Hause gelassen. Wir dachten, Axt ist geiler. Ja, ist mehr Manneskraft, ne? Und deshalb hauen wir uns jetzt hier schön die Äste und die Bäume ab. Und zwar, ich weiß gar nicht, wir können mal einmal drehen und schauen, ob man es sieht. So sieht das hier ungefähr aus. Und da ist die Sonne. Und ich würde sagen, wir rennen da jetzt hin und hacken uns schön die Bäume ab. Weihnachtsbaum. Brauchen wir einen oder zwei? Wir brauchen zwei. Okay, zwei Bäumchen werden jetzt getötet. Genau, einen für den Westflügel und dann brauchen wir noch einen im Foyer. Und einen Klo. Genau, einen vom letzten Jahr fürs Wohnzimmer. Nice. Okay, los geht's. Hack, hack. Wir sind mitten im Wald zwischen ganz vielen kleinen Tannenbäumchen und Daniel sucht gerade den schönsten raus. Wir sind schon ziemlich weit gelaufen. Man hört die Kettensäge kaum noch, aber hier ist schon einiges Geiles dabei gewesen. Aber Daniel sucht einfach den perfekten Tannenbaum für das Weihnachten 2017. Deshalb müssen wir wohl ein bisschen warten, bis er ihn gefunden hat. Aber ich verfolge ihn mal. Man sieht ihn auch schon gar nicht mehr. Marco! Da, habt ihr es gehört? Lustig, oder? Polo! Da hinten sind sie. So weit weg. Daniel, haben wir ihn gefunden? Ist das? Ja, ich glaube, den nehmen wir. Ist das der hier? Ja, also, ja. Ich glaube, den nehmen wir jetzt erstmal. Angenehm. Aber die Frage ist, wo einschlagen? Unten. Immer schön im Genitalbereich. Ein paar Sekunden später. Eine Ewigkeit später. So viel später, dass es dem alten Erzähler zu blöd wurde und man einen neuen anstellen musste. So, nochmal schön untenrum frisieren jetzt, damit er auch schön für den Weihnachtsabend untenrum ist. Ich hoffe, das ist so eine Top-Aufnahme. Sicher, dass ich ihn nicht festhalten muss? Wo kommt der denn her? Gespalten. Geil! Gerade aufgesammelt. Hä?
Nee. Replay! Also ja, das ist auf jeden Fall drauf, was auch immer passiert ist. Marco! Penis! Marc! Wir einfach nur so einen Baum hier lang. Na Daniel, schaffst du das? Ja klar. Du siehst richtig geil aus. Danke. An alle Fortnite-Spieler, das ist Real Life Fortnite. So, jetzt brauchen wir noch so ein Baumkondom. Ich springe jetzt einfach durch. Premium aus, Daniel. Ja, ne? Sehr gute Arbeit. Selbst gehackt, das Ding. Und das Kondom ist richtig voll. Was? Ja, der bleibt jetzt auch so erstmal. Das war der Tag beim Tannenbaumschlagerei mäßig unterwegs zu sein. Wir haben einen geilen gefunden. Daniel hat ordentlich reingehackt. Muss man ja, ne? Ich musste ja die Kamera halten. Einer musste ja filmen. Und deshalb konnte ich nicht direkt mithelfen, aber ich habe ja emotional. Oh, also deine Emotionen, die haben mich richtig animiert. Für mich war es auch extrem anstrengend. Also ich glaube, ich habe mehr gearbeitet als du. Hab ich, auf jeden Fall. Moralisch und geistig. Wir haben uns danach noch einen Glühwein reingezogen und so. Und jetzt fahren wir nach Hause. Wir müssen hier noch rauskommen. Einmal kurz hier. So ungefähr sieht das aus. Viel Matsch, viel stehen bleiben, viele werden hier rausgeschoben. Wir schaffen das, denn wir haben Hyundai Motorsport und Daniel wird uns hier gleich rausbringen und dann geht's ab nach Hause. Wir wünschen euch noch einen schönen Tag. Habt viel Spaß morgen auch beim nächsten Türchen und einen schönen Tag euch noch. Danke fürs Zusehen. Bis dann. Ciao.